Zweites Apfeltalk. Heute Abend, das Format bleibt gleich. Eine Stunde, die Hälfte der Zeit präsentierst du, die zweite Hälfte werden wir reden oder diskutieren im besten Sinne. Florian kommt zu uns aus Berlin, dort arbeitest und lebst du. Du unterrichtest aktuell in Linz an der Kunstuni. Nee, in Berlin. Aber in Linz auch, oder? Nee, da bin ich Student eher. Student, pardon, habe ich mich verlesen. Macht nichts. Ausbildung hast du in Potsdam tontechnisch gemacht, dann an der UdK in Berlin Kunst und Medien. Arbeitest jetzt im Moment zwischen Medienkunst und Rauminszenierungen. Und ich glaube, damit übergebe ich an dich Prozess des Genau, ja, vielen Dank. Also danke auch für die Einladung. Danke, dass ihr alle hier seid. Zum meinem Talk über Prozess als Material, der Entwurfsprozess in der digitalen Medienkunst. Genau, Selbstvorstellung hat eigentlich Rüdiger gerade schon gemacht. Wie gesagt, Ton studiert, dann Richtung Kunst und Medien. Und jetzt arbeite ich im Bereich, wie es auf Deutsch heißt, mediale Inszenierung von Räumen. Und bin an einer Kunsthochschule in Berlin, künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter, langer Titel. Vielleicht kurz als Überblick, was ich so mache an Projekten. Das sage ich kurz drei. Das war ein Projektionsmapping bei einem Lichtfest in Luxemburg. Drehte sich darum, die Leute, die Besucher konnten hier, wie man sieht, einen kleinen Videoloop aufnehmen, also eine Fotobox. Das wurde umgewandelt in die Steinstruktur der Wand. Das war die historische Stadtmauer oder ein Teil der historischen Stadtmauer und wurde in Echtzeit sozusagen, landeten die Gesichter als so eine Komposition von diesen Gesichtern auf der Wand und eben nicht einfach nur so drauf geklatscht, wie man sagen könnte, sondern die Struktur der Wand, der Steine, hat sozusagen das Bild bestimmt. Man hat sich auseinandergesetzt mit einerseits war die Mauer früher mal ein Schutzwall und jetzt haben sich alle da ganz sorglos publiziert. Das geht schnell. Zweites Projekt, eine Installation aus einem Spiegelmobile, zwei Spiegel, einmal einen Meter groß, die sind sozusagen getrackt, auf die wird projiziert und die Spiegelungen oder die Projektionen landen über den Spiegel auf den Raumwänden. Da ging es darum, dass es heute nicht mehr nur einen Point of View gibt, so generell, also sowohl visuell als auch, wenn man es auf die Meinung bezieht. Oh, das ist wirklich sehr schnell geworden. Ich glaube, ich halte das mal ganz kurz an, wenn ich das kann. Kann ich nicht, doch. Sondern dass es immer einen Cluster gibt von Point of Views, heute eigentlich durch die sozialen Medien, durch die offiziellen Medien, dass man eigentlich nicht mehr einen Standpunkt, eine Meinung haben kann zu einem, sondern sich immer in so einem Cluster von ganz vielen befindet. Drittes Projekt, ich habe die gekürzt, weil ich so viele Slides habe, jetzt ist es sehr schnell geworden, aber gut, stopp. Dritte Arbeit ist eine ortsspezifische Intervention, wie wir es genannt haben. Die Situation war so ein Innenhof mit einer ganz einzeln stehenden Birke, die so total verloren aussah. Dahinter die Mauer, ringsum auch Mauern, oben so ein kleines Quadrat Himmel. Und wir fanden das sehr komisch, haben gedacht, da müssen wir es machen und haben ganz einfach einen Projektor, einen Lichtkegel auf die Birke gerichtet, sodass der Schatten an der Mauer dahinter entsteht. Und dann gab es diesen kleinen Hebel und die ganze Idee war schon, wenn man hingeht und an dem bisschen, wie aussieht, jeder weiß, wie es geht von der Klospülung, wenn man da dran zieht, kommt einfach nur einmal im Schatten, in der Schattenwelt eine etwas größere Ladung von Blättern runter. War sehr minimalistisch, aber das war auch, glaube ich, gerade der Knackpunkt daran, dass das viele Leute dieses Minimale daran sehr schön fanden. Das ist also sozusagen, würde ich jetzt sagen, zurück auf die Themen von vorher, das ist das für mich mein Material, also Konzepte oder Ideen, Computercode, weil das wäre die Antwort, finde ich, auf die letzte Frage, womit arbeiten digitale Medienkünstler, was ist deren Material? Deren Material ist Programmierung, Computercode, weil das bearbeiten sie im Endeffekt so lange, bis der Computer das macht, was sie herstellen wollen. Können wir auch uns drunter halten. Genau, dann Raum, Bild und Klang. Klang inzwischen weniger. Jetzt zu der Idee, die ich hier im Vortrag so ein bisschen sagen will. Hier ist auch gleich wieder Computercode. Verstehen nicht alle. Aber meine Idee sozusagen ist, im Bereich der digitalen Medienkunst nimmt man sozusagen Raum, Medien, Computercode und eine künstlerische Idee, macht einen Entwurf daraus und am Ende kommt irgendeine Arbeit raus. Und was ich sozusagen mir als
Idee in den Kopf gesetzt habe und gerade sozusagen im Anfang bin, zu überlegen, wie man das machen kann, ist, dass man dieselben Zutaten nimmt, anfängt zu entwerfen, aber eben nicht mehr zu einem Output kommt, zu einem Ergebnis, zu einer Arbeit, sondern dass man das, was als erste Idee beim Entwurf rauskommt, nimmt. Das hier verstehen nur V4-Leute. Ist ja jemand eine V4-Person? Nein? Gut. Dass man das Ergebnis nimmt und wieder reinsteckt in den Entwurfsprozess und eine weitere Runde dreht, sprich mehr oder weniger, dass man sich in einen, nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit lang in einen endlosen Entwurfsprozess gibt, der nicht das Ziel hat, ein Resultat zu produzieren, sondern sich einfach mal in diesem Entwurfsprozess aufzuhalten. Macht natürlich für die meisten Fälle, wo man sowas macht, keinen Sinn, weil in der professionellen Situation will man natürlich ein Ergebnis produzieren und will auch schon am Anfang wissen, ungefähr, was für ein Ergebnis kommt am Ende raus, was für eine Installation wird es, wenn man es jemand verkaufen will oder in einem Wettbewerb ist. Aber als exploratives Tool oder gerade für die Lehre, dafür, glaube ich, könnte so eine Idee ganz gut sein. Jetzt muss ich mal einmal kurz meine Notizen hier ein bisschen kleiner machen, sonst kann ich die nicht lesen. So, als Sinnbild dafür finde ich immer dieses Bild ganz schön, vielleicht weiß jemand, was das ist. Das ist eine Lattenkonstruktion, die manchmal auf Bauplätzen steht, bevor das Haus gebaut wird, damit alle Nachbarn, alle Leute, die sich daran stören können, schon wissen, wie groß und in welcher Form wird das Haus später dastehen. Und das ist sozusagen ein Sinnbild, weil die Lattenkonstruktion deutet schon an, das Haus, was da mal stehen wird, aber 95% muss man sich noch selber dazu denken. Also es ist schon auf dem Weg zum Ergebnis, aber das meiste ist noch nicht passiert. Aber die Idee oder das Resultat ist sozusagen auf dem Weg, im Prozess des Werdens. Dann, das hat sich jetzt fast so ein bisschen erledigt durch den Vortrag von Sebastian, und der das auch sehr viel genauer gemacht hat. Alle künstlerischen Prozesse haben schon immer ja einen Entstehungs- und Entwurfsprozess. Also Da Vinci hat seine Skizzen gehabt, die so halb fertig gemalt, halb notiert, Gedanken dazu geschrieben aussahen. Dann als Beispiel Moholy Nagy, kein Vortrag ohne diesen schwierig auszusprechenden Namen. Hier ein Raummodulator, also das Resultat, und links der Entwurf dazu. Oder dann bei klassischer Skulptur sozusagen eine Giacometti-Skulptur und auf der linken Seite die Gipsform, die sozusagen benutzt wird, um diesen Bronzeguss zu machen. Also im Prinzip, wenn man so will, ist das ein Entwurfsprozessstadium von der letztendlichen Skulptur. Und in diesen Beispielen jetzt ist immer sozusagen der Entwurfsprozess und das Resultat ganz eindeutig voneinander getrennt. Also dass die so nebeneinander ausgestellt werden, ist, glaube ich, so ein bisschen ein Sonderfall. Ansonsten ist immer klar, der Entwurfsprozess passiert im Atelier und bleibt auch eher im Atelier oder Studio drin, verborgen. Und am Ende kommt eine Arbeit raus. Auch bei etwas moderneren Sachen, hier so eine Installation und Happening von Tong Li. Auch dafür gibt es aber eben eine Entwurfsphase, wo der überlegt, welche Maschinen baue ich da, wie sieht das Ganze aus. Dann springe ich jetzt mal kurz zu ungefähr vor einer Woche. Da war die Eröffnung von Jovi hier im Kunstraum Pro Arte, und da fand ich sehr interessant, dass außer seinen, also sozusagen bildender Künstler, aber außer seinen Bildern und Skulpturen hatte er auch seine Skizzenbücher da liegen, was sehr ungewöhnlich ist, finde ich, für Fine Arts Kontext, dass die Leute in ihren Prozess so reinschauen lassen. Deswegen zeige ich das hier so ein bisschen out of context. Aber da konnte man sozusagen auch den Prozess des Entwerfens sehen. Irgendwann hat die Kunst sich dann, würde ich sagen, mehr geöffnet in Richtung Prozesse und nicht mehr so Resultat und Entwurfsphase, zum Beispiel Pollock, der eben nicht mehr was entworfen hat vorher und dann das Bild so gemalt hat, sondern bei dem der Entstehungsprozess sozusagen performativ war durch wiederholte Gesten. Trotzdem war irgendwann noch die Arbeit mehr oder weniger zu Ende und er hat sie sozusagen rausgelassen aus dem Atelier. Dann ging es weiter zu Fluxus, wo sozusagen der eigentlich der
das Werk eher selber auch ein Prozess wurde. Hier sozusagen aufgeführt eine Komposition eigentlich von Lamonti Young, und die sozusagen die Anweisung an den, der die Arbeit ausführt, ist genau diese: Draw a straight line and follow it. Wie man das dann genau macht, muss der Performer sich überlegen. Hier hat das Namjoon Paik aufgeführt. Sprich, da ist die Arbeit selber bewegt sich vielmehr in die Richtung, ein Prozess zu sein. Dann öffnet sich auch die Kunst dahin, in einen Prozess zu gehen mit dem Publikum, sozusagen partizipativ. Das hier ist Variations 7 von John Cage, der, glaube ich, hier steht. Sprich, geht Richtung interaktiv. Die Leute, die Besucher, können selber irgendwelche Telefonhörer abnehmen und Klänge hören, können die Bandmaschinen anfassen und so. Sprich, das öffnet sich auch gegenüber dem Publikum, der künstlerische Prozess. Und dann irgendwann geht es weiter, bis sozusagen die künstlerische Arbeit nur noch ein Prozess, ein chemischer, physischer, thermischer Prozess an sich ist. Das kennt bestimmt fast jeder, Fischli und Weiß, der Lauf der Dinge, der also nur so funktioniert: der Reifen rollt über die Wippe, schubst was anderes an, der Ballon platzt, der Kanister kippt um, zieht an irgendwas, die Rakete zischt entlang der Bahn, das Papier verbrennt. Also alles wird zu einem chemisch-physischen Prozess, der eigentlich dieses Kunstwerk macht oder betreibt. Auch andere Bereiche haben sich dann so ein bisschen geöffnet. Also zum Beispiel architektonische Modelle waren nicht mehr nur eine Visualisierung eines später zu bauenden Raumgebildes, sondern wurden auch zu so einem Modell für einen Denkprozess, für einen Entwicklungsprozess, um zu einer Arbeit zu kommen. Das hier ist ein Modell von der Raumstadt von Friedrich Kiesler, eine Ausstellungsarchitektur als Modell hier. Bis hin zu so Sachen, dass Architekten sozusagen architektonisch gehandelt haben, gar nicht mehr um ein Haus zu entwerfen oder ein Gebäude, sondern um eher so eine Art Studie zu entwickeln, die man gar nicht bauen könnte. Das ist Bernard Tschumi aus den Manhattan Transcripts. Dann mit den digitalen Medien öffnet sich die Kunst dann auch algorithmischen Prozessen, also Computercode. Das ist eine ganz frühe Arbeit von Frieda Nake. Das Resultat ist dann also nicht mehr nur bestimmt durch den Künstler selber, sondern auch durch technische Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, Machbarkeiten durch einen ablaufenden technischen Prozess. All diesen Dingen ist aber gleich, dass sozusagen der Entwurf, die Entwurfsphase, das Entwerfen eine Art Vorausdenken, ein in die Zukunft projizieren ist. Man entwickelt was und am Ende soll was rauskommen, viele Wochen, Monate, Jahre später. Zurück zur Medienkunst. Genau. Dadurch, dass Computer über die Zeit immer leistungsfähiger wurden, wurde auch zum Beispiel, also nicht nur in der Medienkunst, aber auch in der Medienkunst möglich, die Zeit oder die Zeitspanne zwischen Programmierung und dem Erhalten des Resultats von dem Programm, dass diese immer kürzer wurde, sodass sich das hinbewegt hat zu einer Situation, wie wir sie heute eigentlich haben, nämlich zu der Echtzeit sozusagen, zu Realtime. Das heißt, mit kaum wahrnehmbarer Verzögerung kann man irgendwas am Computer entwerfen oder gestalten, und im selben Moment kann man auch das Resultat sehen. Das, was der Computercode sozusagen macht, kann ich im selben Moment als Ergebnis haben. Das heißt für Gestalter, für Künstler, für Architekten, dass eigentlich der Prozess des Entwerfens und des Anschauens des Resultats sozusagen immer näher ineinander rutschen und immer weniger Zeitspanne dazwischen liegt. Diese beiden Prozesse sozusagen des aktiven Handelns und des vielleicht eher kontemplativen Anschauens, was dabei rauskommt, die finden zunehmend gleichzeitig statt. Ich glaube, die springe ich mal drüber. Sozusagen jetzt aktuelle Arbeit von Ian Cheng, so 15 bis 17, das ist eine Serie in Sachen Medienkunst, ist völlig angekommen in der Echtzeit. Diese Arbeit ist sozusagen
entsteht, indem eine Computerspiel-Engine, also ein Computerspielprogramm, in Echtzeit diese Bilder herstellt. Also es ist kein abgespieltes Video aus einer Datei, sondern diese Bilder entstehen in demselben Moment, wo sie projiziert werden. Es ist eine Simulation. Aber nicht nur die Bilder entstehen so, sondern auch tatsächlich was diese Figuren da drin machen, die Menschen und Hunde, was die Kamera macht, was die Lichter machen. Das kann man sozusagen, ist nicht vorherbestimmt, sondern passiert, wird simuliert genau in dem Moment. Sprich, wenn das Video woanders, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, jedes Mal, wenn das Video gezeigt wird, sieht man ein bisschen was anderes. Sprich, man ist, also da die Medienkunst ist angekommen in der Echtzeit. Kann man so ein bisschen subsumieren. In der Medienkunst wird also das Prozesshafte ist nach und nach immer wichtiger geworden und weniger dieses Denken von ein endgültiges Resultat, was ich herstelle, wie eine Bronzeskulptur. Ist aber auch nicht nur so in der Kunst oder im Design, sondern auch so gesamtgesellschaftlich hat der sozusagen das Entwurfsstadium oder das Stadium, wenn was bisher nur eine Idee ist und noch kein endgültiges Resultat, auch in der Gesellschaft hat es heute einen ganz anderen Stand als früher. Zum Beispiel Kickstarter kennt wahrscheinlich jemand, ist eine Plattform, wo ich, wenn ich eine Idee habe, irgendwas Relevantes, Wichtiges zu machen, kann ich die auf Kickstarter stellen und versuchen, Leute dazu zu bewegen, dass sie mir für die Umsetzung meiner Idee eine Spende geben oder mich unterstützen. Das heißt, ich bin nur am Startpunkt, habe eine kleine Idee, die ich denke, die ist sinnvoll und stelle die schon in die Welt, um sozusagen Mittel zu bekommen, diesen Prozess weiterzuführen. Genauso in der Spielindustrie gibt es, was das heißt, Early Access oder Beta-Version. Das heißt, irgendwelche Firmen, irgendwelche Leute, die ein Spiel entwickeln, behalten das nicht innerhalb der Firma, bis es komplett fertig ist, sondern in einer fast fertigen Version erlauben sie für eine gewisse Zeit und einer gewissen Anzahl von Leuten, dieses Spiel schon mal auszuprobieren, dieses eigentlich noch unfertige Spiel. Und die wollen natürlich, was sie davon wollen, ist, dass sie Feedback kriegen, dass sie Informationen kriegen, was funktioniert noch nicht, was könnte besser sein, was könnte interessanter sein, was hat gefallen, was nicht. Aber sie stellen eben etwas, was im Entwurfsstadium noch ist, für eine Zeit schon in die Welt. Genau, damit gehe ich über zu, was daran aber auch sehr komplex ist, oder beziehungsweise kommt zurück zur Medienkunst und dem Arbeiten da. Kleiner Sprung, das wird jetzt vielleicht auch nicht jedem was sagen, ich spreche hauptsächlich über eine gewisse Art von Programmiersprachen, Programmierumgebungen, mit denen man, oder die viel benutzt werden, um digitale Medienkunstwerke zu machen. Das sind diese vier hier. Ich rede hauptsächlich über die, weil ich die selber benutze und mehr oder weniger verstehe. Das sind sogenannte Prototyping-Sprachen alle. Da steckt der Begriff schon drin. Also es geht darum, Prototypen zu entwickeln für irgendwas. Die sind dafür gemacht, dass man sozusagen relativ schnell und mit relativ einfachen Mitteln ein Computerprogramm erstellen kann, um was auszuprobieren, um irgendwo hinzukommen, sind auch alle gedacht für eben Designer und Künstler. Also nicht sozusagen Hardcore-Programmierer, die irgendeine schwierige Infrastruktur für irgendwas herstellen, sondern für Leute, die eher aus der gestaltenden Richtung kommen, aber mit Computern arbeiten wollen und sozusagen haben eine relativ niedrige Hürde, die zu lernen. Gibt noch viele weitere, ja. All diese Programmiersprachen oder fast alle außer Processing sind sogenannte visuelle Programmierumgebungen. Das heißt, man schreibt nicht ganz viel Text und der Computer setzt den Text um in irgendein Ergebnis, sondern man programmiert mit solchen kleinen Kästchen und so eine Art, das kann man sich vorstellen, als Kabel zwischen den Kästchen. Jedes Kästchen ist ein bisschen wie Lego. Jedes Kästchen hat eine gewisse Funktion oder Fähigkeit und die Kabel leiten die Informationen von einem Kasten zum anderen. Und wenn ich das hinkriege, die richtigen Kästchen in der richtigen Reihenfolge und der richtigen Kombination zusammenzufügen, kann ich den Computer dazu bringen, dass er genau das macht, was ich möchte, dass er macht. So einfach gesagt.
diesen Programmiersprachen ist auch eigen, dass die auch wieder in besagter Echtzeit funktionieren. Das heißt, ich kann jederzeit an jeder Stelle eingreifen und was verändern. Und das Ergebnis, was rauskommt, oder der Ablauf, den der Computer vollzieht, verändert sich dementsprechend auch in jedem Moment. Das heißt, die machen es schon mal eigentlich sehr schwer, zu einem finalen Ergebnis zu kommen. Anders als zum Beispiel Videoschnitt oder was gibt's noch, oder 3D am Computer, weil da ist es tendenziell noch so, man schneidet eine ganze Weile, man arrangiert seinen Film oder sein Video, irgendwann ist man glücklich damit und drückt auf Rendern und dann kommt wiederum eine Datei raus, die dann aber mehr oder weniger, alles natürlich beim Computer ist immer mehr oder weniger fest, aber die ist dann erstmal so der abgeschlossene Film. Und das ist anders hier. Hier gibt es kein separates, abgeschlossenes Ergebnis. Hier gibt es immer nur das Ergebnis, was sofort da rauskommt aus der Programmierung. Heißt aber auch, dass sozusagen das Arbeiten damit sich ein bisschen verändert, weil die Umsetzung einer Idee, die Entwicklung, das Herstellen, das Wiederverwerfen von Teilen der Idee und das Resultat anschauen, findet eben die ganze Zeit parallel statt, ist alles ineinander gemischt und wird eigentlich zu so einer Art konstanten Oszillation zwischen Umsetzen und wieder Umdenken. Also man geht eigentlich immer hin und her, man probiert einen Weg aus, der geht vielleicht nicht, dann probiert man den nächsten, dann kriegt man Ergebnis, findet das ganz gut. Dann fällt einem aber auf, ich könnte ja noch das ändern, geht man wieder zurück ins Umsetzen und wieder umwerfen. Genau, so entsteht dann so ein Prozess. Und was auch interessanter dann ist, das hier als Werkstoff, kommen wir wieder zum Material, ist eigentlich, scheint deswegen, weil man immer alles ändern kann, scheint unendlich flexibel und formbar zu sein. Also so, als ob ich eine Skulptur habe und selbst nach dem Brennen oder so nochmal kneten kann und nochmal brennen und wieder kneten und wieder brennen. Genau, dann so eine Eigenheit, das glaube ich erschließt sich mehr, wenn man sowas tatsächlich macht, ist aber auch, dass man, so sehe ich das zumindest, dass man irgendwann anfängt in einem leeren Fenster, wo noch gar nichts ist. Und man fängt an, so den ersten Kasten dahin zu setzen, das erste Kabel, den zweiten Kasten, so entsteht es. Und irgendwann nach ein paar Tagen oder Wochen nimmt man diesen eigentlich Prototyp, an dem man seit Tagen da arbeitet, und fährt zur Ausstellung oder fährt zur Präsentation und zeigt es vor x Leuten, so und so vielen, die auch immer gerne kommen wollen. Und eigentlich ist es immer noch das, woran man da arbeitet, immer noch dieser kleine anfängliche Prototyp, der ist gewachsen, aber eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Es ist immer noch dasselbe Dokument, wenn man so will. Das heißt, man ist da in so einer Art Prozess, wo man die ganze Zeit wieder alles anfassen kann und wo man nie zu einem Punkt kommt, wo man sich entscheidet, okay, jetzt ist es gut, jetzt backe ich das, jetzt mache ich das fest und ab dann greife ich nicht mehr ein, sondern man ist eigentlich kontinuierlich in einem Prozess, wo man, wenn man möchte oder müsste, immer alles wieder verändern kann. Und da gibt es ein ganz schönes Zitat von, kann man schwer lesen, von Thomas Lomé und Lukas Wegwerth, die sind eher Designer, aber die sagen, Designer werden zu Stuntmen, weil sie eben niemals zufrieden sind, immer angetrieben, das wieder weiter zu verbessern, ein Update zu machen, den Prototyp wieder einen Schritt weiter zu entwickeln. Und es geht sozusagen nicht mehr so sehr um ein Projekt, sondern es geht eben mehr um den Prozess. Dann, jetzt komme ich so langsam zu dem Problem, was ich so ein bisschen sehe. Gibt es für all diese, für diese Softwares, gibt es auf einer Seite unheimlich viel sogenannte Tutorials, also irgendwelche Anleitungen als Video oder als Text. Was musst du machen, um X oder Y oder Z zu bekommen? Also wenn man eine Programmiersprache heißt Processing, wenn man ein nur Processing-Tutorial, kommt man schon auf 15 Millionen Suchergebnisse. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Angebot an Anleitungen, was muss ich machen, wie kann ich das lernen. Gleichzeitig gibt es auch ein sehr großes Angebot an gut dokumentierten oder gut präsentierten solchen medienkünstlerischen Arbeiten. Also wenn man auf den richtigen Blogs und so ist, findet man ganz viele tolle Arbeiten, auch manche, die nicht so toll sind. Aber es ist, würde ich sagen, es ist so ein leichter Hype in dem Bereich.
weil es einerseits so viel Anleitung gibt, so viel gute, interessante Arbeiten. Das heißt, es übt, so erlebe ich das mit Studenten auf jeden Fall, es gibt eine große Attraktivität, sowas zu machen oder auch machen zu wollen. Unter anderem merkt man das zum Beispiel auch, die Schmiede gibt es seit 10 Jahren, beschäftigt sich mit, oder länger, 15 Jahren oder so, 16 Jahren, beschäftigt sich mit dieser Richtung und das lebt weiter. Also es gibt großes Interesse, dass angehende Künstler oder auch Künstler aus anderen Bereichen, dass sie anfangen, sich für diesen Bereich, dass sie da was lernen wollen. Und was ich eben bei den Studenten manchmal so beobachte, ist dadurch, dass es so viele gute Beispiele gibt und so viele Tutorials für, wenn du X machen willst, musst du diese und diese Schritte vollziehen, dass die schon so ein bisschen in so ein Formatdenken reinkommen. Das heißt, die kommen irgendwie an am Anfang vom Semester und sagen, ich will eine Datenvisualisierung machen oder ich will eine Fassadenprojektion machen oder ich will eine Installation mit Glühbirnen machen. Und dann fange ich mal an, mit denen zu reden und frage sie eigentlich, aber was genau und warum eine Datenvisualisierung und was soll projiziert werden und warum eigentlich nicht ganz was anderes. Die kommen sozusagen immer an, haben eine Idee am Kopf, sind sozusagen schon mehr oder weniger am Ende des Prozesses und eigentlich sollten sie ganz am Anfang des Prozesses sein. Und daher kommt die Idee, so ein bisschen, die ich gleich hier verkaufen will. Nee, nicht verkaufen, aber ich bin gespannt, was es an Fragen gibt. Nämlich, wie schon am Anfang gesagt, was kann man machen, um dieses letzter Schritt vor dem ersten vielleicht ein bisschen zu verändern? Weil wir haben jetzt einen Entwurfsprozess, ich hoffe, ich habe das ungefähr dargestellt, der ist die ganze Zeit total versatil und flexibel. Ich kann ganz granulare Level bearbeiten, alles, was ich will, kann ich ändern. Gleichzeitig ist es technologisch nicht so einfach, weil Programmieren ist dann trotzdem immer irgendwie nicht ganz so einfach, zumindest am Anfang. Diese Softwares, die Echtzeitsachen, machen es schon schwer, zu einem Schlusspunkt zu kommen, weil ich muss im Prinzip nicht mich entscheiden, dass jetzt was fertig ist. Ich kann eben immer alles ändern. Und trotzdem ganz attraktiv für viele angehende Designer und Künstler. Was kann man jetzt also machen, um diesen komplexen Prozess, um mit dem besser umzugehen, zum Beispiel in der Ausbildung? Und da ist meine Idee sozusagen, vielleicht eine Weise damit umzugehen, ist Flucht nach vorne, indem man sich eben in einen Entwurfsprozess phasenweise begibt, der gar nicht mehr das Ziel hat, zu einem Resultat zu gelangen, sondern dass man sagt, man begibt sich in einen Entwurfsprozess, der sich im Endeffekt im Kreis dreht. Jeder Zwischenentwurf ist nur der Startpunkt für die nächste Iteration von Entwurf. Die Idee ist auch nicht so ganz neu, zum Beispiel, ich weiß leider nicht genau, wo das genau herkommt, das Zitat, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es ist nicht so ganz belastbar jetzt, habe nicht die Quelle, aber ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht. Zum Beispiel Cage, von dem gibt es wohl auch einen Satz, dass man anfangen sollte, ein Kunstwerk herzustellen, ohne zu wissen, wo man am Ende rauskommt. Der kreative Schaffensprozess ist sozusagen wichtiger als das endgültige Produkt. Und in diese Richtung sehe ich diese Idee, die ich habe. Dann, jetzt wird es ein bisschen nerdiger so langsam, finde ich, gibt es da einige Parallelen, gerade beim Thema Programmiersprachen, die so abzielen Richtung Medienkunst, interaktive Medien. Weil zum einen diese eine Programmiersprache, von der ich gesprochen habe, V4, die ist selber sozusagen seit 15 oder 13 Jahren, ist die selber in einem unfertigen Zustand. Die ist genau in so einem Beta-Zustand, wie ich das vorhin über Computerspiele gesagt habe. Das heißt, das ist seit 13 Jahren ein Produkt, eine Programmierumgebung, wo die Entwickler der Sprache selber sagen, ist noch nicht fertig, wird weiterentwickelt, ist im Prozess des Werdens, nähert sich asymptotisch an Abschluss an, aber wird ihn wahrscheinlich nie erreichen. Das heißt, 2005 haben sie gesagt, das ist noch ein Beta-Stadium, ist noch nicht fertig. Jetzt ist 2018, ist immer noch nicht fertig. Und vor kurzem habe ich hier auf der Schmiede habe ich mit einem von den Entwicklern gesprochen, Tebian, und der hat gesagt, eigentlich ist erst fertig, wenn keiner mehr dran weiterentwickelt. Dann ist es sozusagen tot und Knochen und verwandelt sich nicht weiter. Das heißt, für Programmierer zum Beispiel ist diese Idee, sich in einem
Prozess zu befinden, der immer weiter das entwickelt und verbessert, aber nicht, wo noch nicht klar ist, wann und bei was genau kommen wir raus. Für Programmierer ist es sozusagen viel normaler als vielleicht für Künstler und Gestalter. Und auch, obwohl die noch im Entwicklungsstadium ist, seit 15 Jahren, kann man damit schon sehr viele tolle Sachen machen, von kleinen Projekten auf der Schmiede bis zu irgendwelchen riesigen Autoshows in Frankfurt, wo alles blinkt und leuchtet. Auch eigen diesen Programmiersprachen ist, und damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zu den Skizzenbüchern oder zu dem Entwurf für den Raummodulator, die sozusagen Dokumente aus dem Entstehungsprozess einer Arbeit sind. Diesen Programmiersprachen ist auch eigen, dass sie auf verschiedenen Ebenen ihre eigene Entstehung mit dokumentieren, weil viele Computerprogramme und auch diese Sprachen haben so eine Art, das heißt Versionsgeschichte, Version History, die haben also nach wie vor, kann man runterladen, kann man benutzen, die verschiedenen Entwicklungsstadien über die Zeit dokumentiert und zugänglich. Also man sieht es leider nicht so gut hier mit dem Grau. Das ist hier jetzt in dem Fall Touch Designer. Habe ich ein Glas Wasser? Nee. Das ist hier sozusagen die Version von 2018, die aktuelle. Und dann geht es hier runter, Juni 17, etc. Es geht immer weiter zurück. Also alle Entstehungsstufen dieser Programmierumgebung kann man noch sehen, kann man noch benutzen. Genauso bei Isadora. Hier sieht man nicht die Jahreszahlen, aber man sieht die Versionsnummern 2.0.5, 2.1, 2.2, 2.5 und so. Vielen Dank. Auch das wiederum gibt es schon Parallelen in der Kunst, nämlich bei einem Fluxus-Künstler, der heißt Robert Filiou aus Belgien, und der hat ein sogenanntes Multibook geschrieben, sehr schön. Das heißt Teaching and Learning as Performing Arts, was auch ein guter Gedanke ist. Und da drin schreibt er unter anderem, der Schreibraum des Lesers ist beinahe so umfangreich wie der des Autors. Also da gibt es ganz viele Leerstellen im Buch, wo er sozusagen vorschlägt, da soll der Leser beitragen. Das ist im Prinzip, kann man es sehen, also es ist dasselbe wie Open Source, also wo viele Programmierer an einem Projekt zusammenarbeiten und im Prinzip jeder mitmachen kann und weiterentwickeln. Und dann hier unten, diese Zeile ist auch in dem Buch, ins Buch eingebaut, seine eigene Satire, sein Widerspruch und schließliches Überholtsein. Also er hat schon beim Schreiben seines Buches antizipiert, dass irgendwas, was er da jetzt schreibt, in ein paar Jahren sozusagen veraltet ist und Unsinn. Und das ist sozusagen die Parallele zur Versionsgeschichte bei den Programmen. Dann Teil so eines, sage ich mal, experimentellen Verfahrens von einem nicht abzuschließenden Entwurf könnte auch sein, dass man in die technologischen Blackboxes reinguckt, weil wenn man so ein Programm benutzt, hat man so eine Benutzeroberfläche, aber der Benutzer sieht in den meisten Fällen nicht dahinter, also keiner weiß, oder die meisten Leute wissen nicht, wie ist Microsoft Word programmiert, die benutzen es einfach, schreiben ihre Briefe, aber was sozusagen dahinter passiert, wissen die meisten Leute nicht. Man kann aber natürlich, könnte versuchen, da reinzugucken, was macht eigentlich mein Werkzeug, wie funktioniert mein Werkzeug. Und das liegt, das ist bei diesen Programmiersprachen, über die ich jetzt hier gerade rede, ist es schon so ein bisschen angelegt, dass man das machen kann. Beispiel, dieses ein Programm Touch Designer hat auch sozusagen eine Benutzeroberfläche, wo es gibt, wie beim Kassettenrekorder, eine Taste für vorwärts abspielen, rückwärts abspielen, Pause und so, kann man irgendwelche Zeiten eingeben, irgendwelche Sachen auswählen. Aber man kann auch mit einem ganz schnellen Tastendruck jedes Bedienelement sozusagen dieser Software, dieser Oberfläche sozusagen auspacken und unter die Haube gucken. Und das haben die Hersteller von Touch Designer haben das schon so gemacht. Das heißt, sie lassen zu, dass jeder, der möchte, und der verstehen will, wie funktioniert eigentlich das Werkzeug, mit dem ich da arbeite, kann sofort alle Kisten aufklappen und reingucken und überlegen, also theoretisch, ich glaube, das machen nicht viele, theoretisch überlegen, macht es das so, wie ich das will, könnte ich das vielleicht anders, könnte ich wollen, dass es das anders macht. Genau. Jetzt wieder zurück zu den
Spuren oder den Artefakten, die entstehen im Prozess des Entwerfens. Hier so handschriftliche Notizen von Steve Paxton für eine Installation, die er gemacht hat. Physical Things hieß die. Sehr typisch, finde ich, so eine Art schneller Entwurf. Links ist es sozusagen ein Diagramm, wie stellt er sich vor, dass es funktionieren soll. Und das ist eigentlich eine Liste von Fragen, wo er sich überlegt, könnte das so und so sein, gibt es sowas, könnte man etwas so und so und so lösen. Das heißt, das sind Dokumente oder Spuren aus seinem gedanklichen Schöpfungsprozess. Wieder das Beispiel natürlich auch Cage, das ist eine Liste der Schallquellen für dieses Variations 7. Man sieht, es ist auch Prozess, irgendwas aufgeschrieben, wieder durchgestrichen, also so. Da kann man nachvollziehen, wie sich sowas entwickelt. Und dann jetzt, weil es auch viel um Technologie geht, auch damals gab es schon sozusagen die technologische Seite in dem Kontext von dieser Künstlergruppe. Da waren nämlich auch Elektroingenieure involviert, fest. In diesem Fall hieß der Herb Schneider, und der hat sozusagen die nicht künstlerische Seite, sondern die technische Seite betreut von diesen Installationen und hat zum Beispiel dann solche elektronischen Schaltpläne entworfen, damit er zusammen mit Cage das umsetzen kann, was Cage im Kopf hat oder machen wollte. Und dann gibt es ein interessantes Zitat von Hans-Jörg Reinberger, der spricht eher über sozusagen naturwissenschaftliche Forschungsprozesse oder Entwicklungsprozesse. Der sagt, es macht Sinn, nicht nur auf die Endergebnisse zu gucken, also auf die Papers oder die Publikationen oder die Bücher, die geschrieben werden oder veröffentlicht werden, die Peer Group sozusagen, die Peer Reviewed sind, wo alle sagen, okay, das ist jetzt Stand der Forschung, sondern es würde Sinn machen, so eine Art Wissenschaftsgeschichte von unten zu machen und eben mehr auf die Laborprotokolle, auf die Aufzeichnungen der Experimente zu schauen und da reinzuschauen, was ist da passiert. Und das ist sozusagen das Analogon, könnte man auch machen in der Medienkunst. Da ist das wahrscheinlich noch viel einfacher, weil ein Programm, was ich entwickle oder was jemand entwickelt, trägt in den meisten Fällen diese Spuren, diese Artefakte seiner eigenen Entwicklung in sich mit drin. Das heißt, sozusagen als Beispiel, kleine Stop-Motion, wenn ich anfange, so ein V4-Programm zu schreiben, fange ich an auf so eine Art leerem Computerfenster, leerem Blatt. Dann mache ich irgendwann, setze ich da die ersten paar Boxen und Kabel hin und mein Denk- und Programmier- und Gestaltungsprozess geht also los und entwickelt sich dann sozusagen über die Zeit, wird immer größer, wird immer komplexer, manches fliegt wieder raus, manches kommt dazu. Das heißt, diese Versionsgeschichte ist auch in so einer medienkünstlerischen Arbeit, die mit Computer funktioniert, oft schon enthalten. Sozusagen da drin verschriftlicht. Auf einer noch anderen Ebene, jetzt wieder nicht der Ebene der Leute, die sowas anwenden, sondern die sowas entwickeln, diese Programmiersprachen, auch da gibt es das. Es gibt eine Sache beim Computerprogrammieren, die heißt Kommentar, Comment. Das heißt, wenn jemand schreibt Instruktionen für den Computer, also der schreibt ein Programm, aber es gibt in allen Programmiersprachen die Möglichkeit, sogenannte Kommentare da reinzuschreiben. Die sind so meistens markiert durch zwei so bestimmte Zeichen. Und die Zeichen sagen dem Computer, diese Textzeile, die hier grün ist, die ist nicht für dich, musst du nicht verstehen, sondern die ist für den menschlichen Leser dieses Textes, dieses Programmtextes. Und als Beispiel, warum ich sage, die Entstehungsgeschichte steckt da drin, hier hat also ein Programmierer von V4 vor sich hin programmiert, ist auf ein Problem gestoßen, was er selber nicht lösen konnte und hat reingeschrieben als Kommentar, ich lese es mal vor, ask Gregson, also das ist das Synonym von einer anderen Person, ask Gregson if this is correct. Das heißt, man kann da ablesen, hier ist er sozusagen gescheitert, hier ist er nicht weitergekommen und hat reingeschrieben, da müssen wir mal X fragen, um das Problem zu lösen, ich komme da nicht weiter. Manchmal ist es dann auch noch ein bisschen ausführlicher und lustiger. Hier steht zum Beispiel als Kommentar, not cool, UI shouldn't need to know such details. Also das da sozusagen gar nicht in der Syntax von irgendwelchen Programmcodes, sondern einfach jemand reingeschrieben, so ist irgendwie nicht super, müssen wir ändern. Und dann noch witziger,
Das ist jetzt aus Isadora und hat der Marc mir vorgestern geschickt aus dem Isadora Source Code, wo, den hauptsächlich er schreibt und er auch sozusagen dann die Kommentare an sich selber schreibt. Er schreibt hier, ugly and inelegant bullshit, this needs to be better. Und dann am Ende, ugh, this is so unpretty, no more ugliness. Also er kommentiert sein eigenes Programmierproblem und schreibt selber rein, Mann, das ist irgendwie noch nicht, ist noch nicht so zufriedenstellend. Gut, das heißt, jetzt lässt sich die Frage stellen, was bringt denn so ein nicht enden wollender Entwurfsprozess? Das ist ja der reinste Horror. Irgendwann will man auch mal fertig werden mit was oder will es präsentieren oder zeigen oder abschließen oder zur nächsten Sache gehen. Ongoing Draft, also der endlose Entwurfsprozess, klingt nach endlosem im Kreis laufen und nirgendwo hinkommen. Das stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen und das ist auch sicher nicht eine Idee oder eine Methode, die man eben in 95% der Fälle benutzen kann, weil man, wie gesagt, habe ich es dreimal schon gesagt, irgendwann möchte man am Ende irgendwo rauskommen und was abschließen. Aber als ich stelle es mir eben vor als so eine Art explorative Methode, um zu Stellen, zu Richtungen zu kommen, die man, auf die man vielleicht sonst nicht kommen würde, und eben als Ausbildungswerkzeug, um eben Leuten, um sozusagen Leute mal zu zwingen, denk nicht jetzt noch nicht ans Ende, sondern bleib mal in deinem Prozess. Und jetzt deswegen ein Zitat schon älter, also schon ein bisschen vor dem großen Einzug der Computer von einem Architekten oder einem Architektenausbildenden, nichts gefährdet den kreativen Anfang mehr als einstürmende Ideen und Bedingungen am Anfang. Und was er sagt, sehr schöner Satz, wir brauchen die Kontinuität der Unsicherheit beim Entwerfen. Und noch eins, um das zu untermauern, nur wenn es kein Ziel gibt, kann zieloffen gearbeitet werden und Unerwartetes entstehen. Und ich denke auch, dass es eben tatsächlich der Fall ist. Also ich bin da derselben Meinung. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wie soll das dann genau funktionieren? Und das kann ich noch nicht beantworten, weil ich sozusagen diese Frage erst selber anfange, gerade für mich zu beantworten. Also wie kann man das umsetzen in zum Beispiel Übungen oder in ein Lehrformat oder ein explorierendes Format. Aber so wie wir jetzt, oder wie ich jetzt gerade unterrichte, stecken da vielleicht schon so ein bisschen die Ansätze dazu drin. Das hier sind Beispiele aus einer Übung, die wir immer am Semesteranfang machen mit Studenten, die neu reinkommen. Die kriegen 12, 20 Zentimeter lange Balsa-Hölzchen und kriegen dann sozusagen jeden Tag die Aufgabe mit diesen 12 Balsa-Hölzchen und einer gewissen Medienart oder einer gewissen Methode in einer Stunde so eine Art schnelles Konzept zu entwickeln. Das heißt, einmal sollen sie nur mit den Balsa-Hölzchen arbeiten, ohne irgendwelche medialen Schnickschnack. Sie müssen nur sozusagen skulptural mit dem Balsa-Holz arbeiten. Dann sollen sie arbeiten mit diesen 12 Stöckchen und mit Licht. Dann sollen sie arbeiten mit den Balsa-Hölzchen und Sound. Das hier ist leider, das Video läuft nicht, aber die spielen sozusagen Schlagzeug damit. Dann mit bewegtem Licht oder mit den Balsa-Hölzchen und Projektion. Und in einem gewissen Sinne ist es schon so ein bisschen in die Richtung, weil es dreht sich immer wieder um diese 12 Hölzchen. Sehr interessant zum Beispiel, ein Student hat gleich am ersten Tag, als wir gesagt haben, nur die Balsa-Hölzchen benutzen, nichts anderes, kam der am nächsten Tag wieder und hatte all seine 12 Balsa-Hölzchen abgefackelt und hatte, das war sehr schön, schöne Idee. Dann kam der zweite Tag und wir haben gesagt, jetzt musst du was machen mit Balsa-Hölzchen und Video. Und er hat aber nur noch Asche über. Aber sehr gut, es war wirklich super. Der hat mit Projektor war das. Der hat einen Projektor genommen, hat ihn angeschaltet auf weiß, hat seine Asche genommen und die da so durchrieseln lassen durch den Lichtstrahl und hat das gefilmt. Und das war natürlich eine super Lösung für dieses eigentlich kaum zu knackende Problem, dass er nämlich keine Balsa-Hölzchen mehr hatte. Dann machen wir auch oft mit den Studenten sowas, dass wir ortsspezifische Arbeiten entwickeln. Das heißt, wir haben irgendeinen Raum, den wir nutzen können. Und gehen am Anfang hin erstmal ganz ohne
Konzept, ganz ohne Plan, passend zur Schmiede, und beginnen damit, dass wir den Raum, seine Architektur, seine Geschichte, seine sozialen Kontexte, wo er liegt, wie er eingebettet ist, uns anzuschauen. Und dann haben die Studenten die Aufgabe, ohne jegliche sonstige Vorgabe, also ohne die Vorgabe, es soll was rauskommen mit Projektoren oder es soll was rauskommen mit Licht oder mit Sound, lassen wir die ein Projekt oder eine Idee entwickeln, was kann man an diesem Ort machen, was auch eben sich auf diesen Ort bezieht. Also nicht so Plonk-Art, wir machen irgendwas und stellen es da rein, sondern es muss einen Zusammenhang haben. Auch beliebt bei Studenten, sind so ganz vage Aufgaben, Fuzzy Briefing nenne ich das dann. Das heißt, wir geben nur so eine ganz grobe Vorgabe, was sie machen sollen. Zum Beispiel, jeder kauft sich 3 Kappaplex-Platten. Jeder ist limitiert nachher beim Ergebnis auf einen sozusagen Ausstellungsraum von 50x50x50 Zentimetern. Alles dazwischen müssen Sie entwickeln und sich ausdenken. Das ist für die dann immer wahnsinnig schwierig, sich mit so einer furchtbar offenen Aufgabe auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es gut, weil sie eben sehr lange sich in diesem Prozess aufhalten müssen, was sie denn daraus jetzt machen. Kommen dann auch immer 1000 Fragen. Darf ich auch eine 4. Platte nehmen? Muss ich alle Platten nehmen? Kann ich die zerschneiden? Kann ich mit denen XY machen? Wie gesagt, ist nicht immer leicht. Das ist jetzt aus einem Projektbericht von einem Studenten am Ende vom Semester und der schreibt gleich am Anfang, die Anfangsphase vom Projekt war für die meisten von uns sehr unklar. Das führte zu einem riesigen Haufen von Ideen, die alle also aufeinander krachten, beim Versuch, die zu einer kohärenten Idee zusammenzubringen. Aber er sagt auch, was ich aber daraus gelernt habe, ist, dass es nie sozusagen in unserem Bereich ein endgültiges, finales Produkt gibt, sondern dass es alles immer ein fließender, laufender Prozess ist, der immer verändert werden kann. Genau, was auch immer wichtig ist für diesen Prozess, ist, die verschiedenen Aspekte gleichzeitig und gemeinsam miteinander zu denken, das Konzept und auch die Möglichkeit, wie man sowas umsetzen kann, immer wieder zu öffnen. Ich glaube auch gerade, das ist was Studenten anstrengend finden, wenn sie mit mir reden. Die kommen immer an mit einer Idee und versuchen, zu so einem Schluss zu kommen. Und wenn ich mit ihm im Gespräch bin, kommen mir immer so viele andere Ideen und ich fange immer an zu sagen, vielleicht auch so oder vielleicht wäre dies besser. Und die gehen dann mal raus aus so einer Besprechung und denken sich, will ich das jetzt noch machen oder nicht? Aber ich glaube, das ist zwar anstrengend, aber auf Dauer sinnvoll. Da kommen dann oft eben solche, deswegen zeige ich das, so Kritzelzeichnungen raus, wo alles Mögliche vermischt ist. Irgendwelche Umsetzungsideen, irgendwelche Ideen für ein Interface, eine Kuckucksuhr oder so. Überlegungen über die Zeitstruktur, irgendwelche To-Do-Listen, irgendwelche räumlichen Entwürfe, das ist dann alles immer so, passiert alles gleichzeitig. Genau. Ich komme zum Schluss. Oh, ich habe die Uhr nicht laufen lassen. Aber ich glaube, ich bin schon lang, oder? Gut, genau. Also, es gibt ein schönes Buch, das heißt Wabi Sabi for Artists, Designers, Architects and Poets, glaube ich. Wabi-Sabi ist eine unerklärbare japanische Teezeremonie. Unerklärbar deswegen, weil tatsächlich Leute, die gut Wabi-Sabi können, sagen, man kann es nicht erklären, man muss es machen und es ist Unsinn, das zu erklären, deswegen erkläre ich es jetzt auch nicht. Aber da gibt es ein schönes Zitat drin aus der Wabi-Sabi-Philosophie. Wann ist was eigentlich zu Ende? Wann ist die Pflanze fertig? Wenn sie blüht oder wenn sie sprosst oder wenn sie die Samen abwirft oder wenn alles wieder zu Kompost wird. Das heißt, die haben schon das Mindset, eigentlich gibt es nicht fertig, weil alles ist immer in einem dauernden, sich zyklisch drehenden Prozess. Und damit wieder zurück zum künstlerischen Entwurf, zum digital-künstlerischen Entwurf. In dem Wabi-Sabi-Buch steht auch, Dinge entwickeln sich entweder zu etwas hin oder von etwas weg, zum Nichts hin oder vom Nichts weg. Und das Nichts, sozusagen der
das leere Blatt oder die leere Leinwand oder das leere Computerprogrammfenster sind anders als in der westlichen Kultur, ist nicht leer, sondern ist voller Möglichkeiten sozusagen. Also wenn das Blatt leer ist, kann ich noch alles machen, was ich will. Sobald ich zwei Striche da drauf mache, habe ich schon 90% aller Möglichkeiten weggeschmissen. Und dieser Gedanke steckt, glaube ich, auch ein bisschen dahinter, warum ich das persönlich so spannend finde, nämlich, dass am Anfang in den Ideen und in der Umsetzung ist immer noch, sind 1000 Richtungen offen, Potenzial ist für alles da, und je näher man dem Endergebnis kommt, desto mehr an Potenzialen und Ideen stirbt. Genau. Das war's. Aufgrund der folgenden Vorstellung haben wir jetzt leider nur ungefähr 15 Minuten Zeit für Fragen. Und ich bitte, wenn es Fragen gibt, kann ich auch beginnen. Vielleicht war auch alles viel zu verwirrend. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Was war das für eine Game Engine? Bei dem Ian Cheng? Bitte? Bei dem Ian Cheng, bei diesen rumstakelnden Figuren? Ja. Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, entweder Unity oder, wie heißt die andere? Unreal wahrscheinlich, weil das sind die zwei offen verfügbaren, viel genutzten Methoden dafür. Aber es lässt sich sicher ganz leicht rausfinden. Der gibt ganz viele Videos, wo er darüber redet, und das ist auch wieder ein ganz gut dokumentiertes Beispiel von Medienkunst. Ja. Is it okay if I ask? Yes, of course. So you talked a lot about the process of learning and asking students to focus on the process, and it's something I'm personally also very interested in, because I often feel that my students are very much focused on the result of what they do. However, the educational system that is pervasive in almost all... Pervasive? That we work towards grades, so there is a final moment. So how do you, what kind of strategies do you employ to get students away from that end point, so they don't just focus on their grade and a guten Abschluss, but really focus on the process? Yeah, well, getting them away from their grade, hard to say, because the system puts this upon us all, especially since Bologna, and I think it's, well, everybody agrees it's kind of not a good idea, because this is part of this like target oriented thinking also for these people who should, you know, I don't know, playfully jump into some creative process to develop something new. And there are of course a lot of people who do and who manage, and there's great examples of people developing something into something really good, but well how to get them away from grades, hard to say. I could try to give everybody the same grade independently from what they do, but then they don't like this either, and actually I don't like it either. Yeah, I don't know. I think this kind of torturing them with repetitively asking them, like, yeah, okay, but why don't you use like chewing gum instead of light bulbs, because it's much more close to the idea that you have. I don't know, it's a nonsense example. But this is, it's kind of challenging for them. But to speak about their ideas, to have them present their idea, and then you take it apart, and then you reflect what you see in that, and what you think is the main, the core of it, and what maybe they should strip away, because it's just some idea, because, I don't know, light bulbs, they saw something with light bulbs, so they think now, but it doesn't really fit with their core idea. I think this is helpful for that, and some react good to this, and some struggle with this. Some are also like so much tunneled on that idea that you don't get them out of this. Yeah. Ja, das ist eine Frage der Motivation. Wie soll man motiviert bleiben, wenn es kein Ergebnis gibt? Also wie hält man die Studenten motiviert, wenn sie immer wieder vermeintlich von vorne beginnen? Also ist nicht das Ziel, dass man zu einem Set von Regeln kommt, die man selbst bestimmt hat? Oder gibt es andere Ziele am Weg, die dann doch wieder Charakter vom Ziel oder Endergebnis oder
Produktcharakter an, weil wie soll man sonst am nächsten Tag wieder anfangen? Ja, also ich glaube schon, das fehlt ja jetzt eben noch, das in eine einfach und praktische Methode umzusetzen, die man machen kann in der Übung. Aber ich würde hoffen, dass auch, dass vielleicht jemand am Anfang skeptisch ist und sagt, okay, das wird ja ein endloses im Kreis gedrehe, aber das über das Machen, wenn man dann die Leute dazu bekommt, mitzumachen, dass die vielleicht schon nach einer Weile auch gewohnt werden. Na, gewohnt werden weiß ich nicht, aber dass die vielleicht was entdecken. Weil in jedem Entwicklungsprozess ist es eigentlich so, du fängst irgendwo an und die entdecken selber Sachen oder der das macht und man kommt auf neue Ideen. Gut, wenn jemand dazu gar nicht motiviert ist, ist es wahrscheinlich schwierig. Aber dieses Entdecken in dem Entwicklungsprozess ist eigentlich eh schon da, in jedem. Bloß wenn man zu einem Ziel kommen will, ist es manchmal eher hinderlich, wenn man dann so viele Ideen nebendran noch hat, weil dann versuchen die Leute 7 Projekte in 1 zu stecken, 7 Ideen, anstatt zu sagen, okay, später, später, später. Und ja, ich weiß nicht, also im besten Fall klappt es schon, dass wenn man die Leute mal für, weiß ich nicht, 4 Stunden da reinsetzt und sagt, kein Ergebnis, immer weiter entwerfen, dass die trotzdem am Ende da was mit rausholen. Natürlich nicht. Oder eigentlich doch vielleicht Ideen für neue Ideen. Eigentlich neue Ideen, ja, glaube ich. Glaubst du dann, dass dieses Verlangen nach einem finalen Ergebnis eigentlich von einem Gegenüber erzeugt wird? So aus der Kindheit eigentlich wegen schon? Weil das kann man, glaube ich, nicht generell sagen. Also ich glaube, ein Teil, der dazu beiträgt, ist, dass es eben so viel super dokumentierte und ich sag mal gut inszenierte Beispiele von Medienkunst gibt. Also das ist schon gut, ist vielleicht auch ein bisschen anders, wenn man in Berlin wohnt oder in einer Stadt, wo sowas viel passiert. Aber es gibt schon riesen, also es gibt so viele Veranstaltungen und Events und Leute, die das machen und Studios und Einzelpersonen und Designagenturen, die auch in die Richtung arbeiten, so eine Art frei künstlerischen Seitenarm haben und so. Ich glaube dadurch schon, dass es kommt, dieses, dass alle so denken, ah, sowas will ich auch machen oder sowas will ich auch machen, anstatt irgendwie von vorne anzufangen. Das, bestimmt kann das auch mit Kindheit zusammenhängen, aber das, wenn das so ist, dann will ich nicht deren Kindheit bearbeiten, sondern deren künstlerische Arbeit oder ihr Arbeiten. Eine Frage habe ich, was mir aufgefallen ist, was du gesprochen hast, was indirekt ein, zweimal angesprochen, aber nie wirklich ausgesprochen ist, das Konzept der Deadline. Und da ist es, wenn du sagst, du hast gerade gesagt, du gibst ihnen 4 Stunden und dann können sie machen, was sie wollen. Ja? Weil das eine oder andere Frage, die ich jetzt anders formuliert, ist, wie unterscheidet man tümpeln und vorangehen. Ja? Ich glaube, und das ist immer wieder, also du musst, also wenn das, weil hier das Schmiede machen, wäre das immer wieder eine große Frage. Und mich hat mal zu mir gesagt, der Einzige, was ich eigentlich tue im Jahr, ist ein Deadline setzen. Und da ist es eigentlich genau die Sache, weil man muss es sich ja fokussieren, man muss es ja, ja zusammenkommen. Ja? Und da ist es, weil sonst kann man sich ja, wie du es anderweitig besprochen hast, eigentlich in sich selbst verlieren. Ja. Und das ist ja auch nichts, den ich gewollt habe. Ja. Nee, letztendlich klar. Also wie gesagt, in 99% der Fälle will man zu einem Ergebnis kommen und zu einem Abschluss in irgendeiner Form, weil man es präsentieren will oder weil man einen Auftrag hat und jemand sagt, mach mir was, ungefähr so, bis dahin. Und dann muss man am Anfang sagen, ich mache dir ungefähr sowas, kriegen wir hin, bis dahin, findest du es gut, ja, nein, bezahl mich, bla bla bla. Das ist in fast allen Fällen natürlich so. Deswegen, das soll nicht jetzt eine Idee sein, wir sollen alle nur noch sowas machen, endlos vor uns hin puzzeln und sagen, jetzt mache ich es nochmal besser oder jetzt mache ich es ganz anders. Aber eben als im Prinzip so eine Art Trimm dich des künstlerischen Entwerfens.
das andere, weil ich habe irgendwie wieder rausgehört, dass teilweise habe ich das Gefühl, wenn du darüber redest, das hört sich mehr wie Training an, als wirklich dann stringente Abwicklung. Ja. Und da wiederum, das macht voll Sinn. Also es gibt einfach zwei verschiedene Herangehensweisen, die man wiederum auch sehr gut kombinieren kann natürlich. Also Training ist auch eigentlich wieder ein blöder Begriff, weil Training hat schon auch ein Ziel. Ich kann dann den Marathon mitmachen oder ich kriege genau, so dicke Muskeln. Aber das ist das genau. Wo du halt in dich gehst, wo du, oder wie sagen wir zum Beispiel, der sich seine Auszeit nimmt, um im Endeffekt in einem bestimmten Entwicklungsprozess ja. zu entwickeln. Also ich denke, es geht, würde auch viel gehen um irgendwie so eine Art Denkprozess, der vielleicht oft schon ein bisschen so eine ziemlich starke Richtung hat und den für eine Weile lang aufs Kreuz zu legen, mhm. Weil ich schon denke, dass gute Arbeiten, interessante Arbeiten dadurch entstehen, dass man eben da drin rummeandert in der Idee und nicht so, ich sage, genau sowas mache ich, hier sind die 7 Tutorials, wie muss ich das machen, das packe ich zusammen und dann komme ich da raus. Kommt man dann vielleicht schon, aber ob es dann so spannend ist, es ist natürlich auch Geschmacksfrage und so, aber ob es so spannend ist dann unbedingt, ist die Frage. Und ich denke, wenn man länger im Sud kocht, kommt man vielleicht, stößt man auf Dinge, die, die vielleicht für einen neu sind, vielleicht auch für mehrere neu, oder die einfach eine neue Art von Kombination von Dingen ist, die das Gesamte interessanter macht und so. Also, und dafür denke ich, ist es, wenn man das eine Weile lang macht, nicht die ganze Zeit nur, ist das gut. So, ja, ich weiß nicht, also das Cage klang ja schon an und Cage hat sich immer auf Zen bezogen und so. Und bei Zen geht es auch nur drum zu sitzen, zu atmen und sich nicht ablenken zu lassen. Und sobald die Frage kommt, was soll das jetzt, dann ist es schon zu spät, weil das also, geht nicht um irgendwo hinzukommen damit, sondern es geht nur darum, das zu machen. Und gibt auch Leute, die machen das die ganze Zeit, irgendwelche Zen-Mönche. Das sage ich nicht, dass alle so werden sollen und nur noch so entwerfen sollen, aber ja, aber als eine Art Übung, jetzt nicht so ganz im praktischen Sinn, aber als Übung mit den eigenen Ideen zu arbeiten und sich einzulassen auf einen Prozess, der sich entwickelt langsam und so suchend, dafür ist es dann vielleicht eine Übung. Ich denke, dass Dokumentationen im Prozess das Mittel zum Autor führt, dass man einfach in den Loop ab und zu ein Sample und Tod einbaut. Genau. Dass man da halt Fragmente herausnimmt und merkt, okay, das ist ein Punkt, der macht Sinn. Ja. Das ist eine Ästhetik, mit der will ich weiterarbeiten und dann aber auch weiß, wo das war. Genau. Sicher auch Gespräch und sicher auch irgendwelche Rhythmen. Also auch wieder jetzt bei Zen-Sachen, da gibt es auch, man sitzt eine halbe Stunde und dann laufen 10 Minuten alle in so einer Schlangenlinie durch die Gegend und dann sitzt man wieder eine halbe Stunde. Also auch da gibt es Rhythmen und man macht das nicht einfach so vor sich hin und irgendwann ist es auch rum. Das braucht man dann natürlich. Einfach sich 4 Stunden sagen, jetzt setzt euch hin und macht mal vor euch hin. Das kann dann auch jeder selber. Da kommt dann vielleicht was raus oder sie machen das, was sie eh schon machen seit vorgestern. Oder, ja. Ja. Das ist vielleicht die letzte Frage, dann müssen wir es dann drüber. Ja, ich bin später auch noch da drüben, also ich kann auch noch. Oder gibt es eine letzte Frage, sonst wir sollten das langsam alle Rübe geben. Ja, ich habe noch ganz kurz eine Frage, die ich das spannend gefunden habe, zu dem didaktischen Kontext. Es geht um Entdecken, es geht um Erlebnis statt Zielverfolgen. Ich unterrichte selbst Game Design und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Studenten natürlich belohnt werden wollen für was auch immer zu tun. Und ich frage mich jetzt, wie kann man dieses Entdecken belohnen statt das Ziel erreichen? Durch Euphorie, keine Ahnung. Also wenn ich mit Studenten über ihre Konzepte rede, dann bin ich hinterher immer ganz aus dem Häuschen und die sind geschafft, weil mich macht das irgendwie total aufgeregt, da mit ihnen mit ihren Ideen zu machen. Ich glaube, das ist, obwohl sie das manchmal anstrengend finden oder manchmal auch gut, das ist jetzt nicht so, dass alle so denken, ach. Aber ich glaube, die mögen das auch, diesen Prozess. Sonst belohnen, ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man das was ist, was man jetzt ein Semester, jede Woche einen Tag, 8 Stunden machen kann. Weil dann, da hat keiner Lust zu, das macht keiner mit. Ja. Paar Sachen vielleicht noch. Da gibt es ja auch dieses Beispiel aus dem Grafikdesign, so 2 bayerische Zwillinge. Mhm. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber die Abschlussarbeit von denen, das ist ein Buch geworden, das heißt Nea Machina. Mhm.
Kennst du das? Nee, muss ich mir nochmal raussuchen. In der Bibliothek. Das ist auch ganz interessant, weil sie quasi dasselbe im Grafikdesign machen. Das heißt, sie haben sie eigentlich unterm Strich Theoretisierung von einem Arbeitsverfahren erstellt, was einfach ein extrem großes Pool an Techniken bereithält. Und auf das können sie immer wieder zurückgreifen. Das hat mir im Grafikdesign extrem geflasht, weil dass man sagt, okay, ein fertiger Flyer oder so muss eigentlich gar nicht fertig sein, weil wenn ich den zerschneide und anders anordne, dann kommt vielleicht wieder was Interessantes raus. Oder ja, also es gibt natürlich schon auch so aus anderen Bereichen so Anleihen. Die Surrealisten haben auch so Kreativitätsmethoden gehabt, die sie mit der Tinte aufs Papier spritzen, da entstehen vier Spritzer und aus denen muss man dann was machen oder die Struktur vom Blatt nehmen und was muss daraus machen. Oder Fluxus-Leute haben Instruktionen geliefert und jeder musste was daraus machen. Also man könnte vielleicht auch da so Anleihen machen oder so ein bisschen herklauben. Das muss ich alles noch so ein bisschen durchdenken. Wie hieß das Buch? Nea Machina. Nea Machina. Und das Interessante ist eigentlich nicht die Resultate eben im Buch, sondern der theoretische Teil. Wir haben Systeme aufgestellt, wie so Kopf, Bauch, Hand, Computer. Und sobald du an einem Punkt bist, musst du einen anderen Punkt wählen, um den Prozess am Laufen zu halten. Ah ja, ah ja, interessant. Super. Gut, vielen Dank. Danke. Vielen Dank.